ein ultra krasses Website, Landingpage oder eben auch Shopdesign. Wir haben euch mal eine Grafik vorbereitet. Grob gesagt kann man den Style beschreiben oder den eines bekannten Künstlers. Das hier ist das Ergebnis. Die Becher, muss ich sagen, finde ich wirklich mit am heftigsten. Ich habe diese komplette Website, alle Designs, Grafiken sowie Texte mit KIs wie ChatGPT und Midjourney erstellt. Und zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie ich bei diesem Selbstexperiment vorgegangen bin und wie wirklich jeder ohne großartige Vorkenntnisse das nachmachen kann. Euch viel Spaß und für mich der doppelte Espresso. In unserem letzten Video haben wir ein Dropshipping-Business mit Hilfe von KIs aufgebaut. Das kam so gut bei euch an, dass wir uns sofort an Teil 2 gesetzt haben. Ich hoffe, dass wir bald da auf jeden Fall weitere Ergebnisse präsentieren können. Das Logo und die Grafiken hatten wir da ja schon in Midjourney erstellt. Und für die Werbeanzeigen habe ich mich jetzt die Tage noch mehr damit beschäftigt, sodass ich euch in diesem Video zeigen will, wie man relativ simpel ein ultra krasses Website, Landingpage oder eben auch Shopdesign macht. Midjourney ist eine künstliche Intelligenz, die aus sogenannten Prompts, was einfach kleine Textphrasen sind, Bilder kreiert. Laut verschiedener Quellen sind in dieser KI 650 Millionen Bilder und mehr aus dem Internet eingespeist worden. Im Gegensatz zu ChatGPT und DALL-E kommt das Projekt aber nicht aus dem Hause OpenAI, sondern besteht aus einem recht kleinen 11-köpfigen Entwicklerteam, so schreiben sie auf der Website, welches unabhängig arbeitet und von David Holz geleitet wird. Der ist seines Zeichens der Co-Founder von LeapMotion. Derzeit ist die KI nur über Discord zu erreichen, aber sie arbeiten wohl schon an dem Webinterface. Die nicht kommerzielle Nutzung ist für die ersten 25 Bilder kostenlos. Wenn man mehr und oder diese eben kommerziell nutzen will, dann zahlt man eine monatliche Gebühr. Ich bin recht schnell auch auf Paid gegangen, weil man hat so die Möglichkeit, sich auf Privat zu stellen und Midjourney kann deine Bilder dann nicht anderen Nutzern für Remixes zur Verfügung stellen. Damit das Design jetzt aber nicht zu nah an Mocha Melody ist, was wir in der Reihe separat ausbauen wollen, war die Idee einfach in dieser Welt des Kaffees zu bleiben und eine Brand für einen bewegbaren Coffee-to-go-Laden zu erstellen. Also habe ich ChatGPT nach dem Markennamen gefragt. Kaffeewagen, Mobile Mocha, ich weiß nicht, geht's noch kreativer? Brewed on the go, Cup of Wheels, fand ich cool, aber auch im Hinblick auf heftige Grafiken lieber ein bisschen futuristischer. Ich habe irgendwie an farbige Kaffeehauben gedacht, exotische Mischungen, die es vielleicht gar nicht gibt. Also komm. In Deutsch sagt er allerdings Techno-Tasse oder Weltall-Wachmacher. Sein Favorit war sogar Zukunftskaffee. Und ehrlicherweise finde ich, das klingt so nach Wörtern, die man auf solche Fun-Shirts druckt und einem Arbeitskollegen zum Geburtstag schenkt, wenn einem irgendwie nichts einfällt. Da gefiel mir sein Favorit in Englisch schon um einiges besser und der ist auch geworden. Interstellar Espresso. Reach for the stars with every sip. Und damit bin ich dann zum Midjourney. Im Discord könnt ihr entweder so einen Channel hier auswählen oder ihr fügt einfach den Midjourney-Bot eurem eigenen Server hinzu, wenn ihr die Eingaben und die Ergebnisse der anderen eben nicht sehen wollt. Ich bin anfangs aber in so einem Public-Channel geblieben, habe aber /private gemacht. So konnte ich als Inspiration die Eingaben der anderen sehen und auch schnell verstehen, welcher Prompt welche Ergebnisse liefert. Wir haben euch mal eine Grafik vorbereitet. Grob gesagt kann man den Style beschreiben oder den eines bekannten Künstlers oder Animationshauses adaptieren. Die Belichtung, das Rendering auswählen, die Auflösung, die Seitenverhältnisse und auch irgendwie die Kreativität und Ausgefallenheit der KI. Zeige ich euch gleich. Ihr fangt auf jeden Fall immer mit /imagine an und dann folgt die Beschreibung, was auf dem Bild zu sehen sein soll und anschließend weitere Aspekte. Beschreibt man jetzt zum Beispiel ein simples Bild, kommt sowas hier raus. Ergänzt man da als Prompt Photorealistic, sieht so aus und als Cartoon Art so. Ich denke mal, das Prinzip ist relativ verständlich. Man muss einfach ein bisschen rumprobieren, wenn es in die richtige Richtung geht, auch den gleichen Befehl ruhig wiederholt ausführen, weil es kommen immer neue Grafiken. An der Stelle hätte ich natürlich ChatGPT jetzt auch fragen können, wie eine Website oder eine Landingpage von einem bewegbaren Coffeeshop aussieht, aber das wollten wir diesmal ja auch mit Midjourney machen. Deshalb habe ich erstmal mit dem Logo angefangen und den Wagen, sodass wir einfach die Farben kennen. Also, Interstellar Espresso. Wir brauchen ein Logo, welches ultra realistic aussieht, colorful ist, damit es schön poppt, cinematic im besten Fall, colorful lights, damit unser Wagen auch wirklich auffällt und ich will es ja auch für die Website benutzen. Mit *AR32 legt man übrigens das Verhältnis der Bildachsen zueinander fest und so bekommt man ein schön großes Bild, was man zum Beispiel auch als Header benutzen kann. Die hier gehen auf jeden Fall schon in die richtige Richtung. Einige haben aber, ihr seht es hier, so einen Henkel an den Tasten. Das geht ja nicht, weil wir haben ja den typischen To-Go-Becher. Also habe ich den gleichen Befehl einfach ein paar Mal wiederholt. Mit diesen V-Buttons könnt ihr, wenn euch eins der vier gefällt, weitere vier Variationen auf der Basis von diesem erstellen lassen. Und mit U scalt ihr einfach das Bild, was ihr final haben wollt, ab, damit es in der bestmöglichen Auflösung kriegt.
was uns dann zu diesem finalen Grundlogo brachte. In diesem Ultra-Realistic-Stil habe ich dann auch nach einem Wagen gesucht, dachte irgendwie, dass es vielleicht cool ist, wenn der Kaffee am Ende am Strand verkauft wird. Aber bei der Eingabe kam so ein Zwitter aus Strandkorb und Coffeeshop raus. Also habe ich das weggelassen, bin eher auf diese knalligen Farben gegangen und habe auch aus Moving Movable gemacht. Und ja, was soll ich euch sagen? Schockverliebt in Version 3. Clean, futuristisch, bunt, aber nicht so übertrieben, eher so gedimmtes LED. Davon wieder mehrere Variationen, Upscale. Und hier haben wir das finale Bild. Jetzt wollte ich wissen, wie denn der Aufbau unserer Seite sein soll, damit ich eben auch noch weiß, welche weiteren Grafiken wir bauen müssen. Prompt sah also wie folgt aus. Website direkt am Anfang gestellt und auch nochmal ans Ende und die Farben aus dem finalen Wagen ebenfalls als Vorgabe. Mit dem Prompt Stylize plus eine Zahl zwischen 0 und 1000 könnt ihr ihm sagen, wie ausgefallen das Ganze sein soll. Die besten Ergebnisse haben wir so bei 500 bis 750 gehabt. Am Ende wurde es dann folgende UI. Sie ist relativ clean und so können wir bei den ganzen Elementen verspielt sein und am Ende sieht die Website trotzdem nicht überladen und komplett chaotisch aus. Wie ihr seht, brauchten wir jetzt natürlich aber noch den Becher und dieses Illuminatenauge, das lassen wir am besten mal weg. Dafür habe ich lieber die Farben mit in die Beschreibung gepackt und das hier ist das Ergebnis. Die Becher, muss ich sagen, finde ich wirklich mit am heftigsten und ich habe Website hier als Prompt auch drinnen gelassen, weil wir so wissen, welche Buttons er sozusagen zu diesen Bechern auf der Website empfehlen wird. So, die Grafiken haben wir alle. Morgen geht's an den Rechner, dann wird alles zusammengebastelt und wenn da was fehlt, dann können wir es ja innerhalb von ein paar Sekunden einfach erstellen lassen. So, Website soweit fertig, fangen wir aber mal mit dem Logo an. Das habe ich in Photoshop ausgeschnitten, kann man aber natürlich auch in jedem kostenlosen Programm wie zum Beispiel GIMP machen, haben Chris und ich beide an der Uni damals benutzt, völlig egal. Ist einfach dafür wichtig, dass wir einen transparenten Hintergrund haben und das dann später auch überall einfügen können. Mit dem Radierer kann man dann die Texte von Midjourney entfernen, in der Mitte hier zum Beispiel das Schwarz übermalen und die anderen Texte mittels inhaltsbasierter Füllung und Kopierstempel einfach übermalen. Dann habe ich ChatGPT gefragt, welche Schriftart passen würde, diese runtergeladen und eben das Interstellar Espresso eingefügt. Beim Shopbild wurde dann der Hintergrund verlängert. Ich habe mir von Midjourney mit diesem Prompt hier noch Sterne erstellen lassen, sie eingefügt, damit das Bild noch besser zum Logo passt. Und das konnte man in Photoshop mit dem Tool Fluchtpunkt, um die richtige Perspektive zu treffen, einfach einfügen. Bei den Bechern haben wir die UI abgeschnitten über die Crop-Funktion und jetzt mussten natürlich die Texte weg. Erst habe ich mit der inhaltsbasierten Füllung getestet, aber das Ergebnis war irgendwie nicht so gut und Chris meinte dann, dass man mit dem Kopierstempel das besser machen könnte und wie ihr seht, hat das echt super funktioniert und alles war clean. Nun habe ich noch so einen einzelnen Becher ausgeschnitten, das Logo eingefügt, damit wir den auch immer wieder verwenden können, wie zum Beispiel beim Shop. Ich habe ChatGPT dann gefragt, was er denkt, was noch unbedingt auf unsere Website müsste und er meinte die Merkmale und die Besonderheiten des Cafés, weshalb er mir dann auch diese direkt mal formulieren durfte, sodass ich bei Midjourney entsprechend dann die Icons mit diesem Prompt erstellen lassen. Durch dieses White Background sind die leichter auszuschneiden und auch leichter zu platzieren. Vom Style haben wir noch ein bisschen rumprobiert. Erst hatten wir so einen minimalistischen Look, aber das hat irgendwie nicht zu diesem futuristischen gepasst. An der Stelle habe ich mir dann auch einen Account bei Wix gemacht. Wir haben da keine Partnerschaft mit denen, keine Werbung an der Stelle. Wir kannten einfach nur deren Baukasten und Drag-and-Drop-System, relativ simpel. Geht natürlich auch jeder andere Anbieter. Das Ganze kostet 11,90 € im Monat und die Domain ist sogar ein Jahr kostenlos dabei. Nun konnten wir mit der Vorlage vom Midjourney UI anfangen, schon mal so ein paar Sachen zusammenzubasteln. Header eingefügt, die Markenbeschreibung sowie die Schriftart von ChatGPT geben lassen, Copy-Paste in so eine Textbox. Darunter sollten dann die Becher, hier allerdings erstmal die verschiedenen Sorten, also den Einzelbecher jeweils eingefärbt und die Namen sowie die Zusammensetzung von ChatGPT eingefügt. Kommen wir zu meiner Lieblingsgrafik, bei der mir kurzerhand in den Sinn kam, dass das ja so ein wiederverwendbarer Becher sein könnte. Also Text via Klick eingefügt und ihr müsst unbedingt mal die Kosten abchecken, Leute. Das ist echt gerade ein gutes Angebot. Ja, dann noch die Kaffeemerkmale, Icons plus Text, war ein bisschen mehr gefummelt, aber passt. So, und an der Stelle wäre die Website vom Midjourney UI fertig gewesen, aber ich wollte trotzdem noch ein bisschen rumspielen. Ich habe dann von Chris und mir so ein Bild hochgeladen. Man kann bei Midjourney das Ganze auch als Vorlage geben, einfach das Bild in DC posten, Rechtsklick als Link und im Prompt ganz nach vorne. Danach die Beschreibung, was er sozusagen mit diesem Bild machen soll. Ich dachte mir irgendwie, dass dieser Cyberpunk-Style ziemlich gut passen könnte, weshalb ich das ergänzt habe und hier kommen die Ergebnisse. Ich muss sagen, Chris sieht einfach 1:1 aus, wie er aussieht, hat nur irgendwie Handtattoos bekommen und ich habe so ein
roten Ziegenbart. Wir haben die Bilder dann einfach nebeneinander platziert, den Übergang mit der inhaltsbasierten Füllung wieder kaschiert, dann die Hände als Ebene dupliziert, unseren Becher eingefügt, auf die passende Größe skaliert und unterhalb der Handebene platziert. Ja, dann noch einfach so einen kleinen Schlagschatten, so dass es nicht so reingesetzt aussieht. Und klar, man kann das eleganter und besser machen, aber ich muss sagen, für so einen fiktiven Kaffee, den wir eh nicht verticken, dürfte das reichen. ChatGPT hat uns dann auch noch unser Mission Statement ausgespuckt, eingefügt und fertig. Wer dieser Typ ist, der sich da von uns wegdreht? Ich weiß es nicht. Prinzip beim Baukasten ist immer dasselbe. Neuer Abschnitt, gewünschtes Element, Text positionieren, überprüfen in der Ansicht, ob es passt, dann zum nächsten und später einfach auf veröffentlichen, danach mobil anpassen. Ja, und jetzt habe ich gerade noch ein, zwei Spielereien in Discord machen lassen, werde ich wahrscheinlich auf der Website hochladen, aber alles nach demselben Schema. Ja Leute, was sagt ihr zum Ergebnis? Ratet gerne mal 1 bis 10 in den Kommentaren. Wir sind auf jeden Fall begeistert. Ich habe es hier auf YouTube auch noch gar nicht erwähnt, aber wir sind ja wirklich seit ein paar Monaten daran, unsere eigene Kaffeemarke rauszubringen. Wir haben auch schon eine Rösterei, mit der wir zusammenarbeiten. Und jetzt ist die Überlegung, das tatsächlich mit KI zu machen und auf YouTube zu dokumentieren. Gerne dazu Feedback. Und wer von euch Kaffeeliebhaber ist, der sollte sich unbedingt auf der Interstellar Espresso Seite für den Newsletter eintragen, weil da kommen vielleicht bald so ein paar Probierpakete. Dorn im Auge bleiben für mich trotzdem 2 Dinge. Einmal das Problem mit den Eigentumsverhältnissen, weil man kann es einfach schwer schützen. Und eben natürlich auch der Fakt, dass man selber Nutznießer von der Kreativität anderer Leute ist. Weil ohne Künstler und Designer, die ihre Bilder im Endeffekt ins Internet laden und dort eingespeist wurden, wäre das gar nicht möglich. Ich bin gespannt auf eure Meinung, hoffe wie immer, dass das Video euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Jede Woche versuchen wir hier ein Selbstexperiment rauszubringen. Und wer den ersten Teil der Dropship-Serie mit KI nicht gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall geben. Diesmal war wirklich einer drin.